Hi, hier ist der Frank vom footblockhamburg.de. Seit langer Zeit sind wir auch mal wieder online. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute eine Limonade machen. Ist ja häufig so, dass man dann Besuch bekommt zum Grillen und dann will man irgendwie was Antialkoholisches anbieten und einfach nur so Sprudelwasser oder so ist ja auch langweilig. Deshalb haben wir neulich uns überlegt, wir machen mal eine richtig geile Limonade. Und zwar machen wir eine Limonade mit Minze, Zitrone, Limette, ein bisschen Zucker. Wir haben uns hier so ein bisschen Minze vom Balkon geholt. Da mache ich jetzt halt diese Stängel ab, weil die will ja keiner haben. Das Ganze tue ich hier in meinen Topf von meinem Foodprozessor. Und während ich das mache, kann ich euch ja mal erzählen, wir spielen ja super gerne Badminton. Und jetzt war ja eine ganze Zeit lang, auch durch Corona ist ja nicht möglich, dass man überhaupt zum Sport richtig gehen konnte. Dann war ja hier in Wandsbek blöderweise auch noch unsere Badmintonanlage zugemacht worden, weil die halt Probleme mit ihrem Vermieter hatten. Seit dem 1.6. gibt es in Wandsbek die Sporthalle mit Tennis, Squash und Badminton wieder. Also, wenn ihr auch so gerne wie wir Badminton spielt, man kann es wieder, man kann da wieder hingehen. So, jetzt bin ich auch fast fertig damit. So, jetzt rolle ich mal eben schnell mir hier meine Zitrone. Und dann presse ich mir die hier auch noch hinein. Da darf natürlich auch super gerne was von dem Fruchtfleisch mit reinkommen. Das sieht nicht nur gut aus, das schmeckt natürlich auch dementsprechend super. Das gleiche mache ich jetzt noch mal mit zwei Limetten. Meine Minze, meine Limette und die Zitrone sind jetzt in meinem Foodprozessor. Man kann das aber auch in eine Schale tun und dann mit einem Zauberstab gleich drüber gehen. Ich tue jetzt hier in meine 750 ml Wasser 6 Esslöffel Zucker. Wer jetzt sagt, oh, ich will aber nicht so viel weißen Zucker verwenden, wir haben auch schon mal, da habe ich schon mal was mitgemacht, diesen Zuckerersatz, da würde ich dann 7 Löffel von nehmen. Das ist aber auch gut für Diabetiker und schmeckt genauso gut wie Zucker. Wir nehmen aber halt echten Zucker, 6 Löffel davon. Den Zucker müssen wir natürlich schön auflösen. Ich rühre das jetzt einmal schnell durch, damit er schön aufgelöst ist. Und wer will, könnte jetzt auch schon, wenn man möchte, da ein bisschen Eis reintun. Wir machen das andersrum. Ich tue das Eis im Endeffekt hinterher ins Glas und gieße da dann die Limonade drauf. Ich habe jetzt ein bisschen gecrushedes Eis hier reingetan. Ich habe heute keine Eiswürfel vorhanden, deshalb machen wir das heute mit gecrushedem Eis. Ich habe ein bisschen was da jetzt dazu getan und jetzt werde ich das richtig klein schlagen. Fertig sind wir. Dann nehmen wir das jetzt hier runter und füllen das uns hier in die Karaffe hinein. Diesen niedlichen kleinen Foodprozessor kann ich außerdem sehr empfehlen. Das ist ein schönes Gerät und lässt sich super sauber machen. Und für unseren Zwei-Mann-Haushalt ist es die optimale Größe. Den gibt es aber auch noch dementsprechend größer. So, jetzt haben wir das hier schon mal drin. Wie man sehen kann, hier drin, das ist natürlich super fein gehackt jetzt. Das kriegt man aber mit einem Zauberstab genauso gut hin in einer Schale. Ich rühre das jetzt noch einmal um, damit das auch überall schön ist. So, wenn man möchte, kann man jetzt da auch schon Eis reintun. Wie ich das eben schon sagte, tue ich aber nicht. Ich tue das Eis ins Glas und tue das dann da im Endeffekt da drauf. Dann verwässert das auch nicht so und es wird dann in dem Moment kalt. So, ein bisschen gecrushedes Eis in mein Glas hinein und dann füllen wir das mal auf, hier schön mit unserer
Limonade. Das sieht richtig cool aus. Dann tun wir da oben noch ein Blatt Minze drauf. Ein Strohhalm. Und jetzt immer schön Glasstrohhalme, ihr Lieben da draußen. Nicht mehr den Plastikscheiß. So, damit ist unsere Limonade fertig. Sollte euch dieses Rezept gefallen haben, macht es nach. Schreibt mir Kommentare unten rein, wie ihr sie findet. Vielleicht habt ihr Anregungen, dass ihr das irgendwie anders gemacht haben wollt und ich soll das nochmal machen. Mache ich, kein Problem. Lasst uns ein Abo da. Lasst uns einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns einen schlechten Daumen, wenn es euch nicht gefallen hat. Und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn der Foodblog von Hamburg etwas produziert. Wir sagen Tschüss. Und Frank von foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.